willkommen bei CSA Automotive und ihr werdet euch alle denken, warum denn so ein kleiner Spoiler ist das was fürs Bobbycar? Nein, es sind unsere Add-ons. Für unsere Cup-Spoilerlippen, die ihr alle schon kennt, unsere Feldweg-Spoiler sozusagen. Hier beim R8 zum Beispiel, da haben wir den Feldweg-Spoiler-Ausschnitt hier. Alle, die sagen, schaut gut aus, ist nett, aber ich brauche noch eins drauf, gibt es dann eben entsprechende Add-ons. Vorteil ist, ihr kennt es vielleicht von den Felgen, gibt es ja auch mehrteilige. So ist es bei dem Spoiler hier auch. Wir haben einmal den Spoiler an sich, der eben hier seitlich profiliert, mittig nochmal eins drauf gibt. Und dann durch dieses Add-on, was man dann in der Mitte ansetzt, haben wir so eine geteilte Optik und das macht das Ganze nochmal richtig fett. Ups, jetzt ist es richtig gehalten. Und man kann hier auch ein bisschen variieren vom Design her. Das hat mehr Dreidimensionalität, einfach mehr Volumen optisch. Und hier haben wir auch bewusst so eine kleine Lücke gelassen, dass das Ganze hier so ein bisschen aufgelockert ist und eben entsprechend wirkt. So, die Spoilerlippe hier schon ein bisschen ramponiert, sehe ich gerade. Sind wir schon mal irgendwo ein bisschen hängen geblieben, aber trotz alledem hält gut. Das Ganze übrigens immer noch mit 3M-Klebeband und ja, weiß Gott, sicherlich das ein oder andere Mal über 300 km/h auf der Autobahn. So. Deswegen kleben wir dieses Teil jetzt auch mit dem 3M-Klebeband dran. Standardmäßig wird es mit den Nieten ausgeliefert, ist aber im Endeffekt das Gleiche. Wenn ihr beide Spoiler kombiniert, ist es natürlich von Vorteil, gleich von Anfang an den Add-on-Spoiler anzubauen. Wenn ihr es peu à peu macht, ist auch kein Problem. Nochmal runter machen, die Nieten durch oder wie in dem Fall dann mit dem 3M-Klebeband, das dann extra eben beim Kauf angeben. Im Übrigen haben wir diese Add-on-Spoiler für viele, viele Fahrzeuge. Sei es VW, Audi, BMW, was auch immer. Immer dann, wenn dieser Feldwegspoiler, sage ich mal so schön, angeboten wird, dann gibt es in der Regel auch eben diese Add-on-Spoiler. Die Schutzfolie, die ist jetzt hier so von uns mal kurz abgemacht worden, dass wir das 3M-Klebeband eben drauf machen können. Die müssen wir jetzt beim Verkleben natürlich völlig entfernen. Wir haben jetzt auch hier schon die Abziehhilfe dran gemacht und jetzt müssen wir noch drunter ein bisschen reinigen. So, die Berührungsstellen sind hier wichtig, dass die fett staubfrei sind. Da könnt ihr unseren Spoilerreiniger nehmen als Vorreinigung. Und später brauchen wir dann hier die Reinigungstücher. Reinigungstuch liegt ja bei. Und ganz wichtig jetzt gerade bei dem Fahrzeug und bei Cup-Spoilerlippen, alles was so extrem in den Wind geht, soll den Primer drunter. Der kommt dann gleich als nächstes. Mal kurz hier auslüften lassen. So, wichtig und die Kunst da an diesem Spoiler ist natürlich, der Ding ja auch zentral, also ins Zentrum zu rücken, nicht zu weit links, nicht zu weit rechts. Und der passt tatsächlich auch genau hier. Da ist jetzt hier so eine Ausbuchtung. Und genau da passt das rein. Deswegen nicht zu weit vorne, nicht zu weit hinten. Eigentlich ergibt sich das Ganze hier. Aber links und rechts kann man natürlich ein bisschen hin und her rutschen. So, jetzt natürlich ein bisschen drauf drücken. So, wunderbar. Richtig easy, schnelles Add-on. Und wenn wir das Auto unten haben, mit der Kamera mal drum herum gehen, ihr werdet sehen, die Optik hat sich extrem verändert. Und das alles nur mit so einem kleinen Spoiler, den man auch in der Saison später mal dran machen kann. Oder was ich auch anbiete, den Spoiler einfach mal in einer anderen Wagenfarbe zu lackieren. Hier wäre zum Beispiel, was ich persönlich cool finden würde, die Bronzeoptik oder Goldbronzeoptik von den Felgen hier auf das Spoilerschwert aufgetragen. Dann würde sich das Design so ein bisschen wiederholen, aber da kann man spielen, wie ihr wollt oder eben weiß. Das wäre natürlich auch noch ein cooler Abschluss. Hier haben wir es jetzt einfach gehalten. Schwarz-Hochglanz geht immer. Ja, in diesem Sinne, schaut mal bei uns im Shop rein, ob es auch für euer Auto diesen Add-on-Spoiler gibt, falls ihr dann schon entsprechende Spoilerlippe habt. Oder ihr findet beides gut, dann eben beides in dem Warenkorb, wie auch immer, dann könnt ihr euch einmal Versandkosten sparen. In diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. CSR.